neue Wagen. Da steht er vor der Tür. Horst, komm mal runter! Wie lange steht er da vor der Tür? Kannst du mir das sagen, bitte? Ein paar Tage steht er vor der Tür. Seit einer Woche. Wie lange hast du den Führerschein? Hör auf damit. Wähl doch den Jungen nicht so. Wie lange hast du ihn? Seit 4 Wochen. Seit 6 Wochen, um genau zu sein. Und jetzt frage ich dich, warum fährst du nicht? Er will eben nicht. Er will eben nicht. Ich will dir sagen, warum er nicht fährt. Er hat Angst. Er hat Angst, zum ersten Mal allein zu fahren, ohne den Fahrlehrer an seiner Seite. Das ist es, das ist des Pudels Kern. Gib's dazu. Du hast Angst. So ist es doch. Nein. So ist es nicht. Du hast ein Auto vor der Tür stehen und fährst nicht. Fährst weiter zum Büro mit der Straßenbahn. Fährst in die Stadt mit der U-Bahn. Und gestern Abend bist du mit dem Taxi nach Hause gekommen. Mit dem Taxi hast ein Auto da stehen. Das begreife, wer will. Soll es da verrosten? Nein, natürlich nicht. Es wird nicht verrosten. Ich hab's gestern erst gewaschen. Und poliert habe ich's auch schon. Gewaschen und poliert, aber nicht gefahren. Erwin, das kommt schon noch. Weißt du, dass die Nachbarn schon dumme Bemerkungen machen? Der Junge hat für alles immer seine Zeit gebraucht. Hübsches Auto, das ihr Sohn da hat. Aber warum fährt er eigentlich nicht damit? Das suffisante Lächeln müsstet ihr sehen, diese Ironie. Hat ein Auto da stehen und fährt nicht. Das versteht doch keiner. Ich fahr schon noch. Du musst doch auch bedenken, wie sie ihn gequält haben im Unterricht. Ja, ja, 100 Stunden hat er gehabt. 2-mal ist er durchgefallen. Aber deswegen, sage ich ja, fahren muss er. Praxis bekommen, es ihnen zeigen. Oder haben sie dir einen Schneid abgekauft? Nein, bestimmt nicht. Ich setz mich manchmal rein und lass den Motor an. Aber tust den Gang nicht rein. Jetzt hör mal zu. Du fährst jetzt endlich los oder der Wagen wird verkauft. Ich sag doch. Ich mach schon. Ich fahr schon. Irgendwann. Nicht irgendwann. Heute. Jetzt. Jetzt? Dieses Entsetzen. Das ist doch nicht zu glauben. Junge, wie willst du es in diesem Leben zu was bringen, wenn du nicht Auto fährst? Du bist doch kein Versager. Also mach dich fertig. Muss denn das sein? Es muss sein. Ich schaue auf den Tachometer. Er muss heute 50 Kilometer fahren, wenigstens die. Aber wenn er sich doch nicht sicher fühlt. Er hat den Führerschein, also kann er fahren. Zieh dich an. Willst du es denn wirklich machen, Junge? Ich mach's, Mutter. Vater hat recht, ich kann das Auto ja nicht ewig da draußen stehen lassen. Und nicht fahren damit. 50 Kilometer hat er gesagt. Mhm. Wohin fahr ich denn da bloß? Am besten fährst du durch den Wald, Junge. Da begegnet dir niemand, hm? Rückwärts? Ganz links und drücken und vor. Es gibt kein Zurück mehr. Sie stehen schon alle an den Fenstern. Nicht hinschauen, Junge. Ganz gelassen. Du sollst nicht hinsehen. Die wollen dich doch nur nervös machen. Bin nervös. Aber zeig's nicht. Also los jetzt. Setz dich rein. Tu den Gang raus, bevor du den Motor anlässt. 50 Kilometer. Kein weniger. Ein Stall. Also, Junge,
Alles Gute. Zeig's ihnen. Tu den Gang raus. Und jetzt, Gott befohlen. Einschlagen, Junge! Einschlagen! Haben Sie sich wehgetan? Ich? Wehgetan? Nein, ich habe mir nicht wehgetan. Was ist denn mit Ihnen? Jetzt fahren Sie erstmal den Wagen hier vom Bürgersteig runter. Ich setze mich da nicht mehr rein. Hören Sie, wenn hier eine Streife vorbeikommt, so können Sie doch den Wagen nicht stehen lassen. Lassen abholen. Abholen? Wieso denn abholen? Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich mich da nicht mehr reinsetzen werde. Ich mache mir eben nichts als Autofahren. Ich habe mir noch nie was draus gemacht. Also, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, dass Sie den Wagen abholen lassen wollen. Na dann, fahren wir eben zusammen. Setzen Sie sich neben mich. Es gibt Leute, die können Auto fahren. Und sonst gar nichts. Was wiederum etwas wenig ist. Was machen Sie denn beruflich? Datenverarbeiter. Das hört sich toll an. Auf alle Fälle imponiert mir das mehr, als wenn einer mit 100 in die Kurve geht. Ist das Ihr Wagen? Ja, das ist mein Wagen. Ist ja noch ganz neu, ja? Hat er erst 22 Kilometer? Ja. Das erste Mal, dass ich mit dem Ding unterwegs bin. Du lieber Himmel. Und beinahe wäre ich Ihnen unter die nagelneuen Räder gekommen. Was mir ausgesprochen leid getan hätte, ausgerechnet Sie zu überfahren. Ich meine überhaupt. Was meinen Sie? Nun, weil... Weil? Das können Sie sich doch denken. Ich kann mir überhaupt nichts denken. Was meinen Sie? Sprechen Sie es doch aus. So ein junges, hübsches Mädchen. Aha. Und warum haben Sie gezögert, das auszusprechen? Ich habe da nicht gezögert. Deutlich gezögert. Sie haben Hemmungen. Das ist es. Vielleicht macht Sie das zu einem schlechten Autofahrer. Ich wette, Sie mögen es nicht, Ihren Willen durchzusetzen. Nein, das will ich ja auch gar nicht. Aber genau das wird verlangt, heutzutage. Sie müssen Ihre Hemmungen verlieren. Wieso? Es gibt ja schon genug Hemmungslose. So. Wechseln wir die Plätze.
Jetzt gehen Sie ans Steuer. Geh nicht ans Steuer. Ich lern's ja doch nicht. Also das gibt's doch gar nicht. Ich hab's noch niemand gesagt, aber ich bring alles durcheinander. Ich kann nicht koordinieren. Bremsen, Gas, Kupplung, Schalten. Sie können nicht koordinieren. Haben Sie eine Decke im Auto? Eine Decke? Ja, eine Decke. Eine Wolldecke oder so. Naja, macht ja nichts. Der Boden ist ja trocken. Ja, dann suchen wir mal einen Platz. Da drüben. Da drüben ist gut. Kommen Sie. Setzen Sie sich hier. Kommen Sie näher ran. Also, das hier ist die Hand, mit der Sie schalten. Ja? Strecken Sie sie vor, so wie ich es tue. Jetzt strecken Sie Ihre Füße weg. Wenn ich sage schalten, was tun Sie? Sie drücken den linken Fuß runter. Moment. Sie drücken den linken Fuß runter, ehe Sie die Bewegung mit der rechten Hand nach vorne machen. Also, probieren wir es mal. Schauen Sie mir mal zu. Schalten. Kupplung, vor, Gas. Kupplung weg. Also, jetzt noch mal von vorne. Kuppeln, schalten, Gas, Kupplung weg. Zweiter Gang. Gas weg, kuppeln, schalten, Gas, Kupplung weg. Dritter Gang. Gas weg, kuppeln, schalten, Gas, Kupplung weg. Das muss einem in Fleisch und Blut übergehen. Ist was? Hübsche Füße haben Sie. Hübsche Füße? Sehr hübsche Füße. Sie schauen auf meine Füße? Sie haben mir doch gesagt, ich soll auf Ihre Füße schauen. Ja, aber nicht so. Nicht so? Nee. Ich bin nicht hemmungslos. 3 Stunden und 35 Minuten ist er jetzt weg. Du hast von ihm verlangt, dass er 50 Kilometer fährt. Die gehe ich derzeit ja zu Fuß. Wenn dem Jungen was passiert ist, also das könnte ich dir nie verzeihen. Nun mal den Teufel doch nicht an die Wand. Immer musst du allen deinen Willen aufzwingen. Er wird sich nie durchsetzen. Er ähnelt viel zu sehr dir. Aha. Man muss ihm Zeit lassen. Er ist in allem immer vorsichtiger und zurückhaltender. Ach. Jetzt kommt ein Wagen. Er ist es. Er ist wieder da, Elsbeth. Na Gott sei Dank, Junge. Ist alles in Ordnung? Oder hast du einen Unfall gehabt? Wie siehst du denn aus? Du hast einen Verkehrsunfall gebaut. Gib es zu. Das wird sich neu herausstellen.